Es gibt eine Skala, sie fängt hier unten an. Du nimmst den Islam an, bei null. Du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah, dein Imanpegel geht hoch. Du kommst in Prüfung, dein Iman geht runter. Du kommst in Ablenkung, dein Iman ist runter. Du erinnerst dich, dein Iman geht wieder hoch. Runter, hoch, runter, die ganze Zeit. Irgendwann, hatta atahu al-yaqin. Bis der Engel kommt, bis der Tod dich abholt, der Todesengel dich abholt. Hatta atahu al-yaqin. An diesem Punkt musst du die Skala so weit hochgetrieben haben, wie du nur kannst. Die Skala, naam, sie wird nicht aufrecht hochgehen und sie wird oben bleiben. Nein, sie wird hochgehen und sie wird runterkommen. Allah wird dich prüfen und in der Prüfung bist du abgelenkt und du bist abgelenkt von dem Gehorsam und Allah wird dir Fitna geben und du wirst in diese Fitna fallen und du musst aber immer wieder versuchen herauszukommen aus dieser Fitna, sei es die Fitna der Frauen, die Fitna des Hab und Guts, die Fitna der Arbeit, egal welche Fitna das ist, selbst die Fitna der Religion. Selbst die Fitna in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Besonders in den heutigen Zeiten. Besonders aktuell, aktueller denn je geht's gar nicht mehr. Wo deine Religion von den Nichtfreunden deiner Religion versucht wird, vernichtet zu werden. Ist hier jemand unter uns, dem das noch nicht bewusst ist? Ist jemand unter uns, der der Meinung ist, nein, der Islam wird hier mit Liebe und Freude empfangen? Oder sind wir uns alle einig, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der deine Religion bekämpft wird? Ganz gleich, womit? Es muss ja kein Krieg stattfinden, damit deine Religion bekämpft wird. Es muss ja nicht vor dir jemand stehen mit einem Maschinengewehr, damit du verstehst, dass du bekämpft wirst. Es reicht doch, dass du siehst, dass deine ehrenhaften und tugendhaften Schwestern draußen Schwierigkeiten bekommen, sich islamisch zu kleiden. Warum? Weil sie deine Religion bekämpfen. Weil sie deinen Islam bekämpfen. Weil sie deinen Islam nicht wollen. Sollte man sowas sagen oder sollte man sowas nicht sagen? Doch, man sollte etwas sagen, damit diejenigen, die in einem Wunschtraum sind von den Muslimen, wach werden. Damit sie aufstehen und sagen, nein, irgendwann mal ist das Glas voll. Und wir müssen dann anders reagieren. Und die Reaktion, meine lieben Geschwister im Islam, muss nicht sein, dass du mit einem Maschinengewehr jetzt gegenüberstehst, sondern dass du mindestens das praktizierst, was vor dir schon die Sahaba gemacht haben und die Tabi'in gemacht haben und die Tabi'at Tabi'in gemacht haben und die Salihin gemacht haben und die Muslime vor dir, die auch geprüft wurden, und trotzdem der Islam bis heute 2017 vorhanden ist und stark ist und stärker wird und stärker geworden ist. Trotzdem, trotz all dem, was draußen passiert. Aber wenn dein Iman im Keller ist, dann wirst du es nicht schaffen. Warum? Allah sagt im Koran, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Wir sind an den Punkt gekommen von Iman. Und seid weder traurig, o ihr Muslime, o ihr Sahaba, seid weder traurig, noch werdet schwach und ihr werdet die Oberhand haben. Die Muslime werden die Oberhand haben. Jetzt klingeln schon die Alarmsirenen. Naam, die Muslime werden die Oberhand haben. Wer sagt das? Allah subhanahu wa ta'ala. Wer entscheidet das? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der darüber entscheidet, wer auf seiner Erde die Macht hat. Nicht Trump. Er entscheidet gar nichts. Hasab ma takunu yuwalla alaykum. So wie ihr seid, wird euch jemand gegeben, der euch führt. Die Muslime sind schwach.
Der Iman der Muslime ist im Keller. Warum sage ich das? Weil es die Realität ist. Woran erkennt man das? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Alle gemeinsam an dem Seil Allahs, Koran und Sunna, fest und geht nicht auseinander. 2017, sind wir zusammen oder sind wir auseinander? Antwortet: Zusammen? Auseinander. Aber Allah sagt: Geh nicht auseinander. Das heißt, wenn du Iman hast, du gehst nicht auseinander. Wenn du Mu'min bist, innama al-mu'minuna ikhwa. Wer sagt das? Allah subhanahu wa ta'ala. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Kann das sein, dass du sagst, ich bin Gläubiger, aber ich möchte mit meinem Bruder nichts zu tun haben? Nein, kann nicht sein. Entweder du lügst oder der Vers stimmt nicht. Wir sind uns einig, du lügst. Der Vers stimmt. Innamal mu'minuna ikhwa. Das heißt, wir sind an dem Punkt angelangt, dass der Iman von uns Muslime Tajdid benötigt, eine Auffrischung benötigt, eine Erneuerung benötigt wird. Und ich rede nicht von den normalen Muslimen, ich rede von den Predigern, von den führenden Muslimen. Sie brauchen genauso eine Imanspritze wie jeder andere, denn auch sie sind nur Menschen und auch nur sie werden geprüft wie jeder andere Muslim in diesem Leben. Und der intelligente Muslim weiß, wenn das die Asbab sind, wenn das die Ursachen sind, das heißt, dass mein Iman stark sein muss, um ins Paradies reinzugehen, dann sagte der Prophet an dieser Stelle: Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Achte auf das, was dir nützlich ist, und suche die Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala.